Leowin stapfte von einer Seite des Zimmers zur anderen. Er war ruhelos, seit Melinka herausgestürmt war. Kurzzeitig hatte er gehofft, sie würde zurückkehren, doch als dies nicht geschah, wurde er nervös. Die Zeit verstrich schneller, als es ihm lieb war, und keiner seiner Gefährten tauchte bis zur Mittagszeit wieder auf. Hatte Melinka ihnen vielleicht alles erzählt und sie mieden ihn? Oder waren schon abgereist? Er beschloss, sie zu suchen. Es erschien ihm unklug, das Personal direkt nach Melinka zu fragen, da man davon ausgehen sollte, dass er um den Verbleib seiner Verlobten wusste. Allerdings ging sicher keine Gefahr von Nachfragen nach einer Bediensteten aus. Jedoch hatte keiner der Mägde oder Knechte, welche er nach Vanya fragte, sie seit dem Frühstück gesehen. Aber vielleicht war sie ja auch zu Aurea oder Ektor gegangen, die sich ein wenig in der Ansiedlung hatten umsehen wollen. Es konnte nicht schaden, sich dort selbst einmal umzuschauen und einen Blick auf die Verletzungen von Hippolyta zu werfen. Schließlich war sie ihm seit Jahren eine treue Gefährtin. Vor dem Stall angekommen, spielte er mit dem Gedanken, einfach sein Pferd zu nehmen und selbst abzureisen. Doch irgendetwas in ihm hielt ihn davon ab. Oh, verdammtes Gewissen. Warum meldest du, Herr Preyers, dich immer mit deinen Gewissensbissen, wenn's gerade gar nicht passt? Ruhig bleiben. Irgendwo werden sie schon sein. Und Melinka wird nicht so dumm sein, alle zu verraten. Hoffentlich. Oh, habt ihr mit mir gesprochen, werter Herr? Was? Nein. Wer bist du denn? Ich bin der Stallbursche. Eirik, Herr. Kann ich behilflich sein? Naja, ich wollte nach meinem Pferd sehen. Wie geht es, Hippolyta? Guter Herr, eure Knappin und Bruder Ektor haben doch heute früh schon nach ihm gesehen, bevor sie mit Janis in den Wald gegangen sind. Mit Janis also? Und sag mir, mein Freund, hast du die Zofe meiner Verlobten, Vanya, hier irgendwo gesehen? Nein, Herr. Ist sie nicht bei Frau von Goldbach? Dann könnte ich sie auch nicht gesehen haben, denke ich. So feine Fräuleins kommen nicht zu uns einfachen Leuten ins Dorf. Aber wenn ich sie sehe, dann lasse ich Bescheid sagen. Tu das. Leowins Unbehagen verstärkte sich. Dennoch unterhielt er sich aus Anstand noch ein wenig mit Eirik, der ihm viele Fragen zu seinem Leben als Ritter stellte und wissen wollte, was es brauchte, um ein Knappe zu werden. Der Junge lauschte ihm mit großen Augen und sah bewundernd zu ihm auf. Leowin fühlte sich hier wie in seinem Element und sonnte sich noch ein wenig in der Aufmerksamkeit des Jungen. Doch dann wurde ihm wieder schmerzhaft bewusst, dass es seinen Geschichten zu verdanken war, dass sich Vanya, Aurea und Ektor schon mehr als einmal in Gefahr begeben hatten. Er dankte Eirik für die Pflege der Hippolyta und schlenderte über den Dorfplatz. Sein Blick fiel auf die alte verlassene Hütte. Ein gutes Versteck, so am Rande des Dorfes. Vielleicht hatte sich Melinka ja hierhin verirrt. Langsam und vorsichtig näherte er sich der Hütte und lugte durch einen Spalt der geschlossenen Fensterläden hindurch. Was er sah, ließ ihn kurz zurückschrecken. Schwarzpelze. Hier lebte also wirklich eine Gruppe Orks. Darauf bedacht, deren Aufmerksamkeit auf keinen Fall auf sich zu ziehen, versuchte er, die Schwarzpelze zu belauschen, doch sie sprachen in einer grunzenden und kehligen Sprache, die Leowin zwar schon ein paar Mal gehört hatte, die er jedoch nicht wirklich verstand. Verdammte Orks! Und das auch noch gerade jetzt, wo Melinka weggelaufen war. Er musste sie finden. Verzweifelt schlich er zurück in die Burg und ging in das Gästezimmer. Melinka war immer noch nirgends zu sehen. Er dachte, sie müsste aber hier gewesen sein, da er die Bürste nicht mehr auf der Waschschüssel liegen sah. Warum hatte sie nur die Bürste mitgenommen und nicht ihren Rucksack? Das musste irgendwas bedeuten. Sie konnte nicht abgereist sein. Seufzend ließ sich Leowin auf das Bett fallen.
Wahrscheinlich war es besser, wenn sich ihre Wege trennen würden. Er machte sich viel zu viele Gedanken um diese junge Frau. Er mochte sie. Irgendwie. Eine Zeit lang hatte er sich selbst eingeredet, dass sie vielleicht ja doch einen Platz in seinem Leben haben könnte. Aber das war eine Illusion. Sein Leben war eine Lüge. Und sie brachte nun alles in Gefahr. Er würde sie erst wiederfinden müssen und auch hoffen, dass Vanya und die anderen beiden schnell wieder zurückkehren würden. Er beschloss, hier zu warten, denn er wollte nicht noch einmal verpassen, wenn jemand in das Zimmer zurückkehrte. Zunächst wanderte er wieder wie ein eingesperrtes Tier von Wand zu Wand und dann begann er, seine Waffen zu pflegen, sortierte seine Hemden in der Tasche neu und so verging viel Zeit, bis mit einem lauten Rumpeln die Zimmertür aufgestoßen wurde. Herr von Elsenberge, wir müssen reden. Wir haben eine schreckliche Entdeckung gemacht. Was? Auch er, Hector. Ach du meine Güte, habt ihr mich erschreckt. Aber bei den Göttern, ihr seht ja aus, als hättet ihr einen Geist gesehen. Kommt erstmal rein und setzt euch. Aurea sieht so aus, als würde sie gleich umkippen. Da seid ihr nah dran, Herr von Elsternberge. Kein Geist, aber ein Grab. Wir haben gefunden, wohin die Kinder gebracht werden, die nicht überleben. Aurea war diejenige, die es zuerst gefunden hat. Der Anblick hat sie sehr getroffen. Seid ihr euch da auch ganz sicher? Aber ja doch. Sie haben sich nicht mal die Mühe gegeben, sie ordentlich zu bestatten. Nur notdürftig verscharrt sind sie. Es handelt sich zweifelsfrei um Kinderleichen. Und sie sind allesamt stark gealtert. Das ist ja furchtbar. Und ausgerechnet ihr habt es finden müssen. Ein solcher Anblick sollte euch in so jungen Jahren eigentlich erspart bleiben. Aurea, geht es dir gut? Sag doch was. Leovin kniete sich vor Aurea nieder. Er konnte nicht anders, als er das etwas verweinte und erschreckte Gesicht der Zwergin sah, nahm er sie in den Arm und drückte sie. Doch die Zwergin blieb starr. Ihr Blick ging ausdrucksleer an seiner Schulter vorbei. So ist sie schon die ganze Zeit. Ich hatte gehofft, dass Vanya sie aus ihrer Lethargie reißen kann. Und wo steckt eigentlich Melinka? Melinka und ich hatten eine Meinungsverschiedenheit. Nachdem sie wütend abgerauscht ist, habe ich sie nicht mehr gesehen. Vanya scheint ebenfalls wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Ihre Spur verliert sich. Was sagt ihr da? Vanya ist verschwunden? Das darf doch nicht wahr sein. Hector ließ sich schwer in den Sessel fallen und verbarg das Gesicht in den Händen. Seine Gedanken rasten und die Bilder von dem Grab drängten sich wieder in den Vordergrund. Was, wenn Vanya unvorsichtig gewesen war und sie die Schwarzpelzer erwischt hatten? Wohlmöglich lag sie bereits ebenfalls in diesem Grab. Hector ballte die Hände zu Fäusten. Er hätte gründlicher hinschauen sollen. Aber der Anblick war zu scheußlich gewesen. Vor sich sah er den leblosen Körper von Vanya dort liegen, ausgezehrt und gealtert, die einstmals jugendliche Haut sich nun straff über die Knochen spannend, wie bei einem alten Weib. Aurea schritt auf ihn zu und legte ihm die Hand auf die Schulter. Ich habe überall nach ihr gefragt. Die letzte Person, die sie gesehen hat, ist die Magd Yana. Sie haben zusammen Wäsche gewaschen und auf einmal meinte Vanya, dass sie dringend weg müsste. Wahrscheinlich hat sie eine Spur gefunden. Bei Fex, warum ist sie nur so stur und ist alleine losgezogen? Weil sie immer glaubt, sie müsste allen etwas beweisen. Es reicht! Genug ist genug! Wir müssen sie finden. Und wenn wir hier jeden Stein umdrehen müssen, und wenn wir sie haben, dann werden wir uns denjenigen vornehmen, der den Tod dieser Kinder zu verantworten hat und sich damit an Zar versündigt hat. Und wehe ihm, wenn er Vanya ein Leid zugefügt hat. Beruhig dich, Hector. Dadurch, dass du die ganze Burg zusammenbrüllst, wird sich Vanya nicht einfach wieder materialisieren. Wir werden sie suchen und finden. Das verspreche ich dir bei meiner Ehre. Aber wir dürfen das nicht völlig kopflos angehen. Vor allem, weil es hier doch einige Ungereimtheiten gibt. Wo auch immer Vanya gerade steckt, wir sind ihr keine Hilfe, wenn sie uns ins Verlies werfen.
Was, wenn sie sie bereits geschnappt haben und sie da draußen im Wald bei den Kindern liegt? Das darfst du nicht einmal denken, Hector. Hörst du mich? Vanya lebt. Dessen bin ich mir ganz sicher. Ich würde es spüren, wenn es nicht so wäre. Und du auch. Du hast recht. Und ihr ebenfalls, Herr von Elsternberge. Es ist nur so. Ich dachte immer, dass es zwar Böses gibt, aber dass alles irgendwo eine Grenze hat. Seit wir Erlenruf verlassen haben, wurde mir mit der Wucht eines Schmiedhammers vor Augen geführt, wie behütet ich wirklich war, und ich kriege den Anblick des Grabes nicht mehr aus dem Kopf. Nicht nur du. Ich werde den Anblick sicher nie vergessen. Vergessen tut man so etwas nie, aber mit der Zeit werden die Bilder weniger deutlich und verfolgen einen nicht jede Nacht. Verschwinden tun sie aber nie. Es tut mir leid, dass ihr das mit ansehen musstet. Möget ihr sowas niemals mehr sehen müssen. Aurea und Hector sahen Leowin erstaunt an. So ernst hatten sie ihn bisher nur selten erlebt. Innerlich fasste die Zwergin den Entschluss, den Ritter demnächst einmal gründlich auszufragen und mehr über ihn in Erfahrung zu bringen. Aber dies musste warten. Zunächst mussten sie verhindern, dass noch mehr Kinder ihre letzte Ruhe dort draußen im Wald fanden. Ein Schauer überlief sie, als sie daran denken musste. Sie schüttelte den Kopf und atmete tief durch, um sich ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Eure Worte in Borons Ohren. Ich hoffe sehr, dass ihr damit recht habt. Hector und ich haben von einem der Jäger erfahren, dass es hier tatsächlich Schwarzpelze gibt. Ihre Anwesenheit wird nicht nur geduldet. Oh nein! Der Herr von Stutzenstein hat sie sogar in seine Dienste genommen. Zusätzlich zu den Soldaten, die er erst vor kurzem angeheuert hat. Sie leben in einer der Hütten im Dorf. Und wie uns Jannis, das ist der Jäger, mit dem wir unterwegs waren, verraten hat, gab der Herr wohl Anweisung, dass sie sich versteckt halten sollen und niemand über sie sprechen soll, solange wir anwesend sind. Ich finde, das sagt sehr viel aus. Ja, ich habe die Orks auch gesehen. Sie sind tatsächlich in dieser Hütte. Nun ja, ich kann einerseits verstehen, dass der Herr von Sturzenstein damit nicht hausieren geht. Andererseits, er ist der Herr dieser Feste und muss sich von niemandem rechtfertigen, wem er die Sicherheit seiner Untergebenen anvertraut. Was wiederum die Frage aufwirft, warum er in diesem abgelegenen Winkel Deres überhaupt eine solche Anzahl an wehrhaften Gestalten ansammelt. Nach dem, was ich gesehen habe, gibt es hier weder Schätze zu holen, noch ist diese Burg von großem strategischem Wert. Wenn man allerdings Kinder aus den umliegenden Siedlungen und Dörfern raubt, Ich kann es gar nicht aussprechen. Das musst du nicht. Wir wissen alle, was du meinst. Ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Aber könnte der Alchemist etwas damit zu tun haben, dass sie derart vor ihrer Zeit gealtert sind? Und wenn ja, zu welchem Zweck? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich bin entschlossen, dieses Rätsel zu lösen. Und was es überhaupt mit diesem Lederer auf sich hat. Sturzenstein hat behauptet, dass sie Freunde seien und die Alchemie ein gemeinsames Interesse von ihnen ist. Aber dafür erschien mir der werte Herr Lederer zu distanziert. Insgesamt machte er einen ziemlich abweisenden Eindruck. Ihr meint also, dass Sturzenstein diesbezüglich lügt? Und wenn man dazu bedenkt, dass er die Anwesenheit der Orks vor uns geheim halten möchte, ist er am Ende in die ganze Sache mit den Kindern verwickelt? Auch Ritter und Edelmänner sind nicht unfehlbar, Aurea. Fest steht, irgendwas geht hier vor sich und Sturzenstein ist sich dessen zumindest gewahr. Als wir ihn auf den Gesang angesprochen haben, ist er fast schon unhöflich geworden und meinte, dass wir uns das nur einbilden würden. Aber ich habe das Gesicht von diesem Alchemisten gesehen. Er wusste, wovon ich spreche, was ja wohl eindeutig gegen irgendwelche Einbildungen spricht. Manchmal sagt auch Ungesagtes sehr viel aus. Patras hat mich gelehrt, wie man an der Körpersprache herauslesen kann, ob jemand etwas auf dem Herzen hat. Er meinte, es gibt Momente, da muss man aufmerksam sein. Denn die Menschen sprechen nicht immer über ihr Leid oder
das, was sie bedrückt. Vielleicht gilt das auch für düstere Geheimnisse. Dann könnte das einer dieser Momente gewesen sein, wo das zutrifft. Und was machen wir jetzt? Ich mache mir wirklich große Sorgen um Vanya. Und auch, dass Belinka bis jetzt nicht wieder aufgetaucht ist, gibt mir sehr zu denken. Ich hatte mich entschlossen, auf euch hier zu warten, bevor ich groß durch die Burg streife und wir uns verpassen. Aber jetzt, da wir 6 Augen haben, um unsere Freundinnen zu suchen, schlage ich Folgendes vor. Ich schaue, wo dieses sturköpfige Geschöpf von einer Matrosin geblieben ist, und ihr beiden schaut euch nach Vanya um. Aber versucht dabei ruhig zu bleiben, falls die Bediensteten in die Machenschaften hier eingeweiht sind, dann werden sie ihren Herren informieren, sobald ihnen etwas seltsam vorkommt. Wir sollten versuchen, einen offenen Konflikt so lange wie möglich zu vermeiden. Wenn jemand etwas herausfindet, dann treffen wir uns wieder hier. Spätestens in einer Stundenkerze, damit wir uns nicht wieder verlieren. So machen wir es. Unten im Labor war es Vanya gelungen, sich aus der Umklammerung des Alchemisten zu befreien. Mit 2 hastigen Sätzen hatte sie den Tisch mit den Schlaufen zwischen sich und ihn gebracht und starrte ihn nun feindselig über die Tischplatte hinweg an, während ihr Blick nach einem freien Weg zur Labortür suchte. Nun warte doch! Warten? Dass ich nicht lache! Die Tür ist verschlossen! Du kommst da sowieso nicht hinaus! Du bist doch die kleine Kammerzofe des Ritters! Was treibst du hier unten? Und wie hast du das gemacht, dass du aussiehst wie Nalia? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Und wenn, ging es euch auch nichts an. Was ihr hier tut, ist viel schlimmer. Warum haltet ihr hier die Kinder gefangen? Haben die Götter euch kein Herz geschenkt, als sie euch auf diese Welt brachten? Hass und Zorn glühten aus den Augen der jungen Frau, die sich jetzt vor dem viel größeren Mann aufbaute. Erschrocken von einem solchen Gefühlsausbruch, trat der Alchemist hastig ein paar Schritte zurück und hob abwehrend die Hände. Nein, 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 ich bitte... So hör mir doch zu. Zuhören? Warum sollte ich das tun? Damit ihr mich wieder dort unten einsperrt? Und mit mir die gleichen unheiligen Dinge anstellt wie mit der armen Brynwen? Brynwen? Wer ist das? Oh, du meinst Objekt 21, das kleine Mädchen. Es konnte also entkommen. Gütige Hesinde. Dann hat alles bald ein Ende. Ha! Darauf könnt ihr Gift nehmen. Objekt 21 ist auf dem Weg in ihr Heimatdorf. Und wenn die Leute dort erfahren, was hier passiert, werden sie die Gerichtsbarkeit informieren. Eure Tage sind gezählt. Das ist gut. Sehr gut. Aber so viel Zeit haben wir leider nicht, denke ich. Ich kann ihn nicht noch länger hinhalten. Wie? Hinhalten? Wen? Den Herrn von Sturzenstein. Er hat mich und meine Schwester entführen lassen und hält sie nun als Geisel, damit ich für ihn einen Weg finde, den Tod zu überwinden. Kein unheiliges Mittel schreckt ihn ab. Wenn ich nur geahnt hätte, dass es selbst von Kindern nicht zurückschreckt, ich hätte es doch niemals vorgeschlagen. Ich wollte nur, dass er aufhört. Er hält eure Schwester gefangen. Glaubt ihr wirklich, dass ich euch dieses Märchen abnehme? Es ist aber wahr. Ich habe ihn doch auch gehört. Ihren Gesang. Jeden Abend sitzt sie am Fenster und singt, damit ich weiß, dass sie noch nicht tot ist. Sie ist die Sängerin? Ja. Und Sturzenstein bestreitet, dass sie überhaupt existiert. Fragt euren Ritter. Er hat es doch auch beim Frühstück bestätigt. Bitte. Du musst mir glauben. Ihr müsst uns helfen. Wir? Euch helfen? Einem verdorbenen Alchemisten. Wenn ihr es schafft, Kindern ihre Jugend zu stehlen, dann hättet ihr euch schon längst selbst befreien können. Ich weiß, dass das, was ich getan habe, unverzeihlich ist. Aber meine Schwester trifft keine Schuld. Sie hat ihr Zimmer bereits seit Monaten nicht verlassen. Sie ist mit Ketten gebunden und kann die frische Luft von ihrem Fenster aus spüren. Ich darf mich auch nur mit 2 Wachen außerhalb in den oberen Etagen der Burg bewegen. Nie lässt man mich aus den Augen. Und wenn ich keine Ergebnisse liefere, straft man nicht nur mich. Bitte glaub mir. Ich habe es versucht und sie musste darunter leiden.
Wachfrau Inga hat gedroht, ihr die Zunge herauszuschneiden, sodass sie nie wieder singen kann, wenn ich etwas unternehme. Aber ihr, du und deine Begleitermädchen, ihr könnt etwas tun, oder? Bitte, Mädchen. Ich habe auch einen Namen. Ich heiße Vanya. Vanya, bitte, hör mich an. Wenn das entkommene Kind wirklich dafür sorgt, dass die Gerechtigkeit ihren Weg hierher findet, werde ich mich stellen. Aber wer weiß, wie lange das dauert, und Sturzenstein ist bereits jetzt viel zu ungeduldig. Vielleicht will er auch euch beseitigen. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Ich kann mich nicht wehren, nicht solange er meine Schwester hat. Aber wenn ihr sie befreit, dann kann ich euch helfen. Wir könnten alle fliehen. Ihr, ich, Nalia, die Kinder. Sie würden uns sofort nachsetzen, geschweige denn uns aus der Burg lassen. Lass das nur meine Sorge sein. Ich spinne schon lange an einer Ablenkungsmöglichkeit für eine Flucht. Nur konnte ich eine solche bisher nicht in Betracht ziehen. Aber mit euch kann es gelingen. Ich werde alles aussagen, vor jedem Gericht, vor das ihr mich bringen wollt. Aber meine Schwester muss frei sein. Einen Moment herrschte Stille, während der Alchemist und Vanya sich stumm mit Blicken maßen. Schließlich entspannte sich Vanyas Haltung und sie ließ die verschränkten Arme sinken. Ich weiß nicht, ob ich euch glauben kann. Das klingt immer noch alles sehr fantastisch. Und eingesperrt bin ich immer noch. Was kann ich nur tun, um dich zu überzeugen? Ich weiß es nicht. Seht mir in die Augen und schwört es bei den Göttern. Ja, ja, alles, was du willst. Vanya blickte in die dunklen, flehenden Augen des Alchemisten. Sie wusste sich nicht zu helfen. Dieser Mann hatte unaussprechliche Dinge getan. Sie konnte und durfte ihm nicht vertrauen. Andererseits machte seine Geschichte Sinn, und wenn er sie anlog, dann war er ein wirklich herausragender Schauspieler. Sie wünschte sich, innerlich zu wissen, was diesen Mann bewegte. Es wäre alles viel einfacher, wenn sie einfach wüsste, ob er die Wahrheit sprach oder nicht. Patras hatte so etwas Ähnliches gekonnt. Er hatte immer gewusst, wer von den Kindern an den frischen Törtchen genascht hatte, wenn er sie ausgefragt hatte. Damals war es Vanya so vorgekommen, als könnte der alte Geweihte ihre Gedanken lesen. Sie seufzte schwer, dann verengten sich ihre Augen und sie versuchte angestrengt, irgendetwas an der Körpersprache des Alchemisten zu erkennen oder irgendetwas in seinem Blick zu sehen, was ihn als Lügner verraten würde. Sie musste sich schütteln, als ihr unter Lederers Blick in dessen tiefen, eingefallenen, dunklen Augen ein Schauer über den Rücken lief. Und dann sah sie es. Bilder. Es war, als würde sie in Lederers Augen Bilder erkennen. Sie sah eine junge Frau in einem hübschen Kleid, tanzend und singend auf einer Bühne. Sie sah Soldaten, die sie von der Bühne zerrten. Sie sah Sturzenstein, der sie einsperren ließ und der auf irgendjemanden einredete. Wie, als wäre sie dabei gewesen, konnte sie Bilder von Wachfrau Ingra erkennen, wie sie mit dem Messer an die Kehle der Sängerin stieß und drohend dreinblickte. Es war, als würde Vanya in den Augen des Alchemisten seine Erinnerungen sehen und sich darin verlieren. So viele Bilder, so viele Eindrücke, alles auf einmal, und alles begann zu rasen, zu brennen und sich zu bewegen. Wieder schüttelte sie sich. Die Bilder verschwanden und ein weiterer Schauer durchzog Vanya. Auf einmal fühlte sie sich schwach und ihre Knie gaben nach. Alles in Ordnung mit dir, Mädchen? Musst du dich ausruhen? Was bei den Niederhöllen habt ihr mit mir gemacht? Ich? Gar nichts. Was? Oh, was habt ihr? Vanya verlor fast das Bewusstsein. Ihr Blick wurde trübe. Alles, was sie merkte, war, dass ihr Körper schlaff wurde und sie sich unglaublich schwach fühlte. Kopfschmerzen begannen in ihrer Stirn zu pochen. Jemand
Nein, nicht jemand, sondern Lederer hatte sie gepackt, fest gepackt und legte sie irgendwo hin. Und dann hörte sie Lederer vor sich hin murmeln. Verdammt, Mädchen, was hast du gemacht? Warte, ich helfe dir. Hier, riech daran. Ja, schön einatmen. Tief einatmen. Komm schon, komm schon. Ein beißender Gestank erweckte Vanyas Lebensgeister und sie schlug die Augen wieder auf. Das Erste, was sie sah, war das bärtige Gesicht Lederers genau vor dem ihren. Instinktiv kroch sie von dem Alchemisten weg, der beschwichtigend die Hände hob. In der einen Hand hielt er einen kleinen Tiegel. Weg von mir! Was habt ihr mit mir gemacht? Nichts, Mädchen. Ich habe dir nur mit dem Riechsalz hier wieder zu Bewusstsein verholfen. Du bist mir hier kollabiert. Bist du krank oder so? Das ist doch alles nur wieder ein Trick. Nein, nein, sieh hier. Ich stelle das Riechsalz hier hin. Du kannst die Beschriftung auf dem Tiegel lesen. Ich lüge dich nicht an. Der Alchemist stellte den Tiegel behutsam auf dem Tisch ab und trat dann einige Schritte zurück, um Vanya Freiraum zu geben. Diese huschte nach vorn und griff danach. Und tatsächlich, es war Riechsalz. Ihr ungläubiger Blick huschte wieder zurück zu Lederer. Das erklärt nicht, warum mir schwindelig wurde. So auf einmal. Damit habe ich nichts zu schaffen. Du musst mir glauben, aber pass auf, Mädchen. Ich beweise es dir, indem ich die Tür für dich öffne und dich gehen lasse. Einfach so. Du weißt alles, was du wissen musst. Wenn ich dir Böses wollte, warum sollte ich dich gehen lassen? Hier, ich schließe auf und gehe dann dort rüber, zum Regal. Dann kannst du gehen. Geh, sprich mit deinem Ritter. Aber ich flehe euch an, wenn ihr uns nicht helft, kann ich nichts für die Kinder tun. Langsam, um sie nicht noch weiter zu verschrecken, trat Haranon Lederer um den Tisch herum und ging zur Tür. Es klackte zweimal, als sich das schwere Schloss entriegelte. Dann schwang die schwere Tür geräuschlos auf. Der Alchemist trat zurück und nickte Vanya bedeutungsvoll zu. Diese zögerte kurz, ehe sie dann schnell durch die Tür huschte und im Dunkeln des Flurs verschwand. Weiter oben schloss Aurea die Tür zum Gästezimmer hinter sich zu und warf dann einen fragenden Blick zu Ektor, der neben ihr in den Flur getreten war. Wo sollen wir mit der Suche beginnen? Im Dorf ist Vanya ja sicher nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sie übersehen hätten. Es sei denn, die Schwarzpelze haben sie in ihrer Hütte versteckt. Auszuschließen ist das nicht. Aber ich glaube, dort sollten wir nicht ohne Leowin nachschauen. Und wenn der Herr von Sturzenstein die Orks als zusätzliche Wachen angeheuert hat, dann brauchen wir einen sehr guten Grund, um uns in den Quartieren umzuschauen. Es sind Schwarzpelze. Ich finde nicht, dass man sie mit den anderen ehrbaren Wachleuten vergleichen kann. Zumal er sie ja vor uns versteckt hält, ihm also bewusst ist, dass uns ihre Anwesenheit sauer aufstoßen könnte. Wehe ihnen, wenn sie es gewagt haben sollten, Hand an Vanya zu legen. Dann werde ich ihnen gerne eigenhändig beweisen, dass man uns Angroshim nicht unterschätzen sollte. Beruhige dich, Aurea. Denk daran, was der Herr von Elsternberge gesagt hat. Wir müssen aufpassen, dass wir keinen Argwohn durch seltsames Gebaren unsererseits erwecken. Lass uns zuerst oben im Dachgeschoss nachschauen. Vielleicht hat sie sich ja in die Kammer zurückgezogen, in der ihr geschlafen habt. Dort wird Leowin ja kaum persönlich nachgesehen haben. Es sei denn, er hätte für Aufsehen sorgen wollen. Und du weißt mit am besten, wie gut sich Vanya verbergen kann, wenn sie nicht gesehen werden möchte. Ich mache mir einfach Sorgen. Aber es geht schon wieder. Ich habe Angst, dass Vanya etwas Dummes tut und sich in Gefahr bringt. So verändert, wie sie seit unserer Abreise ist. Wie ein Teekessel, der ständig kurz vor dem Kochen steht. Dachgeschoss. Ei, gehen wir. Aurea voran stiegen die beiden die Treppe zum Dachgeschoss hinauf, in welchem die Bediensteten und die Soldaten der Burg ihre Kammern hatten. Zu dieser Tageszeit lagen die Räume leer und verlassen dort.
Während Ektor etwas unbeholfen auf dem Flur stehen blieb, ging Aurea rasch in die Kammer von Alpne und Janna, in der ihr und Vanyas Schlafplätze zugeteilt waren. Ein wenig Staub hing im Licht der tiefstehenden Sonne in der Luft, aber sonst war hier nichts. Vanya, Vanya, bist du hier? Die Zwergin lauschte angestrengt, konnte jedoch keinen Laut hören. Gründlich schaute sie in alle Ecken und warf zur Sicherheit auch noch einen Blick unter das Bett, aber von Vanya fehlte jede Spur. Lediglich ihr Bündel mit dem fein säuberlich aufgerollten Reisemantel konnte sie dort finden. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Währenddessen hatte Ektor auf der Bank, die an dem Tisch im Flur stand, Platz genommen und die Gänsedaune aus dem Beutel an seiner Hüfte geholt. Es fühlte sich so an, als sei es in einem anderen Leben gewesen, als diese ihren Weg zu ihm gefunden hatte. Sachte strich er mit dem Finger über die Feder. Vor seinem inneren Auge sah er das verschmitzte Grinsen von Aurea, als sie ihm genau diese Daune vom Gewand gezupft hatte und Vanya ihn überrascht angeschaut hatte, weil er die beiden Mädchen, nein, das klang inzwischen falsch, die beiden jungen Frauen auf ihrer Reise begleiten wollte. Gnädige Herrin Travia, bitte hilf uns, Vanya, schnell und unbeschadet wiederzufinden. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass wir uns hier auf dieser seltsamen Burg trennen, oder zumindest nicht für so lange Zeit. Ich habe doch versprochen, auf uns alle Acht zu geben. Auch wenn ich in letzter Zeit öfter das Gefühl habe, dass ich Vanya lästig bin und sie manchmal nicht verstehe, so ist sie mir doch das Teuerste. Und auch für Aurea habe ich mir so etwas nicht gewünscht. Ektor hob hoffnungsvoll den Kopf, als würde er irgendetwas erwarten. Eine Antwort vielleicht. Da trat Aurea wieder aus der Tür. Ihre Blicke begegneten sich und sie schüttelte den Kopf. Lass uns als nächstes in der Waschküche nachsehen. Immerhin ist sie dort zuletzt gesehen worden. Und vielleicht können wir auch eine der Mägde nach ihr fragen. Und wenn wir dort auch niemanden antreffen, dann nehmen wir uns als nächstes die Küche vor. Ich würde schätzen, dass dort gerade die Vorbereitungen für das Abendessen getroffen werden. Ich habe vorhin auf alle Fälle Geräusche aus der Küche gehört. Auch wenn ich wenig Lust verspüre, diesem missmutigen Isil nochmal über den Weg zu laufen. Irgendwie sind hier alle missmutig oder wortkarg. Oder beides zugleich. Es ist wirklich bedrückend. Ich bin froh, wenn wir hier wieder weg können. Aber dazu müssen wir zuallererst Vanya finden. Oh, und Melinka. Wobei ich die für durchaus imstande halte, auf sich selbst Acht zu geben. Ich wollte es ja zuerst nicht so recht glauben. Aber auch ich muss inzwischen zugeben, dass dies ein düsterer Ort ist, den die Freude wahrlich schon lange verlassen hat. Und das aus deinem Mund, wo du doch sonst immer derjenige bist, der immer auch einen guten Aspekt an etwas sieht. Wenn ich mir bisher noch keine Sorgen gemacht habe, dann tue ich das spätestens jetzt. Tut mir leid. Ich wollte dir keine Angst machen. Es ist nur, seit wir aus dem Wald zurück sind, habe ich das Gefühl, nicht richtig atmen zu können. Und innerhalb dieser Mauern ist es schlimmer als draußen unter freiem Himmel. Ich weiß, was du meinst. Mir geht es genauso. Und mir wäre wesentlich wohler, wenn Vanya jetzt bei uns wäre. Ich wäre sogar froh, wenn sie über mich spotten und mich abergläubisch nennen würde. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist hier die Waschküche. Oh, die Tür geht aber schwer auf. Hallo? Ja? Hallo? Ach, ihr seid es. Aurea war der Name, nicht wahr? Ganz genau. Und du warst Janna, richtig? Ich bin auf der Suche nach der Zofe von Frau von Goldbach. Vanya, weißt du vielleicht, wo sie ist? Uns wurde gesagt, dass sie zum Wäschewaschen hier war. Das war sie, in der Tat. Aber das ist schon eine ganze Weile her. Wir haben uns unterhalten und auf einmal meinte sie, ob ich vielleicht ihre Wäsche zum Aufhängen mitnehmen kann, da sie mal dringend wohin muss. Ja, und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Vielleicht hat ihre Herrin einen neuen Auftrag für sie gehabt. Die Frau von Goldbach scheint ja sehr, wie soll ich sagen, bestimmt zu sein. Ja, genau. Oh ja, sie hat einen starken Willen
und weiß nur zu genau, was sie möchte. Wenn sie nicht hier ist, dann werden wir mal einen Blick in die Küche werfen. Vielleicht hat ihr die Frau von Goldbach aufgetragen, ihr einen Tee zuzubereiten. Sie ist da sehr eigen, was das angeht. Ja, so etwas kommt bei den Herrschaften von Schnand wohl häufiger vor. Aber wer wäre ich, darüber zu urteilen? Mach dir da mal keine Sorgen. Wir haben nichts gehört. Wenn der Vanya begegnet, könntest du ihr dann bitte sagen, dass sie sich im Gästezimmer einfinden soll? Der Herr von Elzenberge hat noch eine Aufgabe für sie. Aber natürlich werde ich das tun, wie ihr wünscht. Vielen Dank dir. Dann gehen wir mal hinauf zur Küche. Kurz nachdem Aurea und Hector das Zimmer verlassen hatten, um nach Vanya zu schauen, war Leowin vor den Spiegel getreten und hatte seine Kleidung gerichtet. Er war vielleicht von Geburt wegen kein Ritter und trug gefälschte Kriegerbriefe in seinen Taschen, aber dennoch hatte er auf mehr als nur einem Schlachtfeld gestanden und kannte das Gefühl der angespannten Unruhe, kurz bevor die Kampfhandlungen entbrannten. Und jetzt verspürte er etwas Ähnliches, was dazu führte, dass sich die feinen Härchen in seinem Nacken aufstellten. Der Bericht über das Massengrab mit den verschwundenen Kindern hatte ihn nicht minder erschüttert als den Travian-Novizen und die Zwergin. Seine Gedanken wanderten zu einem Ort, an den er lange nicht mehr gedacht hatte. Reiß dich zusammen. Du bist niemandem eine Hilfe, wenn du in alten Erinnerungen Selbstmitleid versinkst. Melinka und Vanya sind noch unter den Lebenden, hoffentlich, und brauchen deine Hilfe. Alle verlassen sich auf dich. Du darfst sie nicht im Stich lassen. Handle wie ein Ritter. Sei ein Ritter. Er beugte sich über die Waschschüssel und benetzte sein Gesicht mit kaltem Wasser. Noch einen Augenblick stand er gebeugt da, bat die Götter, vor allen voran die Herrin Rondra, um ihre Unterstützung. Und dann richtete er sich auf, straffte die Schultern und verließ entschlossen das Gästezimmer. Als Leowin auf den Flur trat, konnte er aus der Küche das Klappern von Kochgeschirr und die Stimme von Ysil vernehmen, der den Mägden Anweisungen erteilte. Schon wurde die Tür aufgestoßen und eine Magd mit einem Korb in den Händen kam aus der Küche gelaufen. Entschuldige bitte. Doch die Magd betrachtete ihn gar nicht und ging mit eiligen Schritten die Treppe hinab. Vermutlich hatte der Koch sie ausgeschickt, um etwas aus dem Vorratskeller zu holen. Leowin sah ihr hinterher und rang mit sich, ob er ihr folgen sollte. Dann jedoch drangen aus der Richtung des Saals leise Stimmen an sein Ohr und er wandte sich nach rechts. Am Kopfende der langen Tafel stand Jast und beaufsichtigte eine der Mägde, die gerade dabei war, für das Abendessen einzudecken. Seiner Miene nach zu urteilen, schien sie diese Aufgabe nicht mit seiner Zufriedenheit zu erledigen. Nein, nein, nein! Wie oft soll ich dir das noch sagen, Albe? Die Klinge des Messers zeigt immer zum Teller hin und niemals nach außen! Du willst doch nicht riskieren, dass sich unser Herr wegen deiner Unachtsamkeit schneidet. Schau mich nicht so an, ich habe es dir schon so oft erklärt. Entschuldigt bitte die Störung, werter Jast, aber ich hätte ein Anliegen an euch. Oh, Herr von Elsternberge, aber ja doch, einen kleinen Augenblick, ich bin sofort für euch da. Jast machte eine entschuldigende Geste und wandte sich wieder dem Markt zu. Nachdem du ja mehr als begriffsstutzig zu sein scheinst, werde ich mich jetzt selbst darum kümmern, dass die Tafel korrekt eingedeckt wird. Der Herr von Sturzenstein wird von deiner wiederholten Schusseligkeit hören. Und jetzt scher dich in die Küche. Vielleicht sind deine beiden linken Hände dort zu mehr Nutze. Husch, husch, weg mit dir. Was für ein reizender Zeitgenosse. Entschuldigt bitte, dass ihr diese Szene mit ansehen musstet. Aber ich bin sicher, das ist euch nicht unbekannt. Es ist ja so schwer, vernünftiges Personal zu bekommen. Vor allem, da wir hier so abgeschieden leben. Ja, in der Tat. Nun, weshalb ich euch eigentlich aufgesucht habe, habt ihr zufällig meine Verlobte gesehen? Wir hatten heute Morgen einen kleinen Disput, und da sie immer gleich sehr erregt ist, habe ich es für besser befunden, ihr erstmal ein wenig Freiraum zu gönnen. Ich habe nach meinem treuen Ross gesehen und mich ein wenig mit dem Stalljungen unterhalten. Ein tüchtiger junger Bursche mit einem sehr guten Händchen für Pferde. Und mir dann noch etwas die Beine vertreten.
Ich hatte erwartet, Frau von Goldbach in der Zwischenzeit wieder in unserem Zimmer anzutreffen, doch war dem nicht der Fall. Zunächst ging ich davon aus, dass sie vielleicht ihrerseits das Bedürfnis nach frischer Luft hatte. Aber nachdem sie nun immer noch nicht zurückgekehrt ist, mache ich mir doch ein wenig Sorgen. Und Vanya scheint auch wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Oh, dann hat sie euch wohl keine Nachricht hinterlassen? Was für eine Nachricht sollte sie mir denn hinterlassen haben? Die Frau von Goldbach ist kurz nach eurem Disput zornentbrannt abgereist. Ich war gerade in der Küche und habe eine Tür schlagen gehört und als ich nachschauen wollte, ob alles in Ordnung ist, weil ich nicht lange zuvor laute Stimmen aus eurem Zimmer vernommen habe, da ist sie schon an mir vorbeigerauscht und hat lautstark verkündet, dass sie sich das nicht mehr bieten lässt und abreist. Bitte was? Sie ist abgereist? Lewins Gedanken spielten verrückt. Konnte das wahr sein? War sie vielleicht schon auf dem Weg nach Alpenhus, um die dortige Gerichtsbarkeit von seinem Betrug zu erzählen und dafür zu sorgen, dass er zur Rechenschaft gezogen wurde? Aber hätte sie dann ihren Rucksack nicht mitgenommen? Der laute Ausruf des Ritters hatte die Aufmerksamkeit von Hector und Aurea erregt, die gerade die schmale Gesindetreppe heruntergestiegen kamen. Sie tauschten einen kurzen Blick, als sie Leowins Stimme erkannten und betraten den Saal. Travia zum Gruße, Herr von Elsternberger. Jaast? Wer ist abgereist? Die Frau von Goldbach, werter Bruder Hector. Sie und der Herr von Elsternberge hatten wohl eine Meinungsverschiedenheit und ich bin fast von ihr umgerannt worden, als sie sich anschickte, die Burg zu verlassen. Und was ihre Zofe Vanya angeht, ich würde schätzen, dass sie begleitet hat. Das glaubt ihr ja wohl nicht wirklich. Ganz ausgeschlossen ist das nicht, Aurea. Frau von Goldbach kann ja schlecht ganz alleine reisen. Herr von Elsternberge, Vanya würde doch nicht einfach so abreisen. Nicht, ohne sich von euch zu verabschieden. Jast, seid ihr euch da ganz sicher? Habt ihr es mit eigenen Augen gesehen? Wenn sie nirgendwo hier anzutreffen ist und ihre Herrin heute Morgen die Burg verlassen hat, dann ist das doch wohl sehr wahrscheinlich. Und um eure Frage zu beantworten, Aurea, nein, ich habe nicht gesehen, ob Vanya sie begleitet hat. Und es ist mir auch egal. Meine Aufgabe ist es, mich um das Wohl meines Herrn zu kümmern und nicht Kindermädchen für das Personal von Gästen zu spielen. Ich hoffe, sie hat sich an meine Anweisungen gehalten und hat nicht auf eigene Faust die Burg erkundet. Nicht, dass ihr etwas zugestoßen ist. Oh, leider gibt es hier doch ein paar Bereiche, die dringend der Reparatur bedürfen. Was steht ihr denn hier noch rum? Tut etwas! Augenblicklich! Ich selbst muss leider anderen Aufgaben nachkommen, aber ich werde später dafür Sorge tragen, dass nach ihr gesucht wird. Anderen Aufgaben nachkommen? Was kann denn wichtiger sein, als sich um die Sicherheit von jemandem zu kümmern und um sein Wohlergehen? Ihr habt völlig recht, Bruder Hector. Ich werde nur noch schnell die Tafel fertig eindecken, damit der Herr von Sturzenstein seine Mahlzeit pünktlich und sicher einnehmen kann. Wieder sah Hector vor sich die Leichen der Kinder, den toten Körper Vanyas. Die so beiläufig ausgesprochenen Worte von Jast stachen wie kalte Messer in sein Fleisch. Irgendetwas zerbrach in diesem Moment in Hector. Schneller, als es jemand hätte vermuten können, preschte Hector nach vorn und schloss seine großen Hände um den Kragen von Jast. Sein Gesicht war puterrot angelaufen und deutlich sichtbar pochte eine Ader an seinem Hals. Die nächsten Worte spie er regelrecht hinaus, so dass der Kammerdiener von seinem Speichel getroffen wurde. Doch damit nicht genug. Er begann ihn so heftig zu schütteln, als wolle er ihm das Genick brechen. Tischdecken! Es reicht! Im Wald wurden massenweise Kinder verscharrt und Vanya ist verschwunden. Ihr werdet auf der Stelle etwas unternehmen oder ich werde euch zeigen, dass eine Gans auch beißen kann. Lasst mich ich los! Herr von Elsternberge, tut doch was! Hector, beruhige dich doch. Was ist denn in dich gefahren? Lass Jast sofort los, so ein Benehmen geziemt sich nicht für einen Novizen der Travia. Das Gastrecht so zu missachten, Jast hat sich sicher nur etwas unglücklich ausgedrückt und es besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass Vanya mit Melinka unterwegs ist.
Aurea und Leowin warfen dem Travia-Novizen ebenso erstaunt wie erschrockene Blicke zu. So hatten sie den sonst so vernünftigen Ektor noch nie erlebt. Obwohl Aurea sich heimlich eingestehen musste, dass sie seinen Zorn nur zu gut nachfühlen konnte. Trotzdem zwang sie sich, die Gefühle herunterzuschlucken. Vorsichtig streckte sie sich, um Ektor eine Hand auf den Arm zu legen. Es dauerte einen Augenblick, bis ihre beruhigende Berührung zu ihm durchdrang und die Schüttelbewegungen nachließen. Während Ektor mit einem letzten wütenden Brummen Jast von sich stieß, blickte Aurea ernst zu Leowin herüber. »Herr von Elsenberge, ich bin mir da alles andere als sicher. Wir haben oben nachgesehen und Vanya würde niemals ohne ihr Bündel reißen. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen.« Leowin trat näher an die beiden Jugendlichen heran und gab ihnen mit einem intensiven Blick zu verstehen, dass er dieser Geschichte auch nicht ganz zu glauben schien. Mit einem vielsagenden Augenzwinkern wandte er sich dann direkt an die Zwergin. »Aurea, du hast doch die Frau von Goldbach erlebt, wenn sie einen ihrer Launen hat. Wahrscheinlich hatte sie es so eilig aufzubrechen, dass sie Vanya so sehr zur Eile getrieben hat, dass diese ihre Sachen nicht zusammenpacken konnte. Auch von ihr selbst ist eine Tasche zurückgeblieben. Ich schätze mal, dass sie im nächsten Gasthaus auf uns warten wird, um mich dann mit schmollendem Schweigen zu bestrafen.« »Das glaubt ihr doch nicht, wirklich. Diese ganze Geschichte stinkt doch zum Himmel. Alles hier kommt mir alanfanisch vor. Um es nochmal zu verdeutlichen. Kinderleichen in einem Massengrab. Das Verschwinden von Leuten. Und warum bei den Zwölfen braucht eine solch abgelegene, verranzte und unbedeutende Burg den Schutz von Soldaten? Von den Schwarzpelzen mal ganz zu schweigen. Oh ja, wir wissen von ihnen. Da braucht ihr keiner Unwissenheit heucheln. Was auch immer ihr hier für ein Spiel treibt, ich werde es augenblicklich herausfinden, so wahr mir Travia helfe.« Wütend ließ Ektor von Jast ab, stürmte mit schweren Schritten zur Tür hinaus. Und nach einem kurzen Moment des Zögerns folgte Aurea ihm, da sie Angst hatte, dass er jetzt noch etwas ganz Dummes tun könnte. Etwas, von dem sie bisher immer gedacht hatte, dass sie deswegen bei Vanya auf der Hut sein müsste. Leowin hingegen warf Jast einen fast schon entschuldigenden Blick zu, zuckte kurz mit den Schultern und verließ seinerseits den Saal mit schnellen Schritten. Jast blickte keuchend den dreien mit zusammengekniffenen Augen hinterher, die einen verschlagenen Ausdruck annahmen. »Das wird ein Nachspiel haben. Darauf könnt ihr euch verlassen.«